Aber zum Glück ist hier immer Tag. Wir können also immer durcharbeiten. Ich gucke mir auch Sachen 10.000 Mal an, gehört doch dazu. Sonst steht das Haus wie von Zauberhand da, ja. Ja, ist schon wirklich so. Man kann halt nur nicht sehr viel dazu erzählen, ne? Das ist das Nächste. Darum ist, glaube ich, auch ein Livestream ganz gut, wenn man dann da noch ein bisschen Thema hat, wo man drüber quatscht. Jo, ich werde jetzt eh bald mal wahrscheinlich Gerüst hinbauen können. Ja, zack und mitten rein. Yay. Hat funktioniert. Ah, dachte ich mir. Jump'n'Run auch gleich mit drin, ja. Ja, ich hab geloost. Ich bin runtergefallen. Zack. Ich weiß nicht, ich mache schon wieder diese einzelnen. Hier ist es ja ganz okay, aber ich sollte schauen, dass ich immer auf eine Höhe komme. Jetzt komme ich da nicht hin, oder? Ah, doch, gerade noch. Das hat auch noch gepasst. Jetzt geben wir wahrscheinlich das Zeug aus. So, für einmal ist, glaube ich, noch drin. Ja. Aber nachmischen muss ich auf jeden Fall. Aber da bin ich echt froh, dass die diese Auto-Taste mit reingemacht haben. Stell dir vor, man müsste das jedes Mal selber zusammenmischen, wie es ja ganz am Anfang war in dem Tutorial. Halt. Einmal noch drehen. Danke. Steine alle drauf. Gut. Tausend Blöcke. Errungenschaft.
Jetzt warte mal. Ich glaube, ich komme fast nicht drum rum, dass ich da das Ding hinstelle. Dass man dann außen rum laufen kann. Ich kann ja wieder abbauen, was nicht notwendig ist. Es macht aber auch Spaß, muss ich sagen, mit diesen Gerüsten. Dass man halt da auch wirklich dran gedacht hat und sagt, naja, wenn ich schon so eine Baustelle habe, dann muss ich ja dementsprechend auch ein Gerüst hinpacken. Komme ich ja gar nicht drum rum. Erster Teil von unserem Stream ist oben bei mir. Ich habe gestern noch bis 2 Uhr geschnitten. Ich konnte mich nicht bremsen. Ja, ich habe noch gar nichts geschnitten, weil ich so von dem ganzen anderen Zeug noch viel zu tun habe. Und dass jetzt der Stream hier auch an die 5 oder vielleicht sogar an die 6 Stunden dauert, dachte ich jetzt halt auch nicht. Aber das macht mir einfach hier gerade total Laune. Jetzt kommt dann eh gleich der Sturz noch drauf. Wahrscheinlich. So, Steine vergessen. Nein. Aber Sturz 1, 2, 3. Ach, da drüben kann ich noch nicht. Moment. So, 2. Dann habe ich die Stürze drauf. Aber ich brauche noch Steine. Welches Programm nimmt man da eigentlich am besten zum Schneiden? Also ich arbeite mit Magix. Das ist immer schwierig, weil das sind immer so die eigenen Vorlieben, die man da so hat. Oh, ich bin ja leer. Die schneidet jetzt zum Beispiel mit einem ganz anderen Programm. Es gibt auch Leute, die kaufen sich tatsächlich Adobe für einen Tausender. Aber gut, das muss man wirklich... So, am besten sind halt die Programme, mit denen man am besten klarkommt. Das ist ganz klar. Bei den meisten gibt es sowieso die Möglichkeit, dass man sich mal eine Ding zieht, eine Demo quasi. Aber ich möchte jetzt erst einmal nur, dass ich die Reihe da noch habe. Und wieder nix. Es gibt verschiedene. Ich benutze Shotcut. Genau, ist kostenlos und du kannst sogar 4K rendern. Achso, dann schaue ich mich am besten mal um und probiere ein wenig. Genau, also Shotcut, ich habe es mir schon runtergeladen, allerdings noch nicht angeguckt. Ich habe gar nicht die Zeit dazu, weil gerade solche Programme, die brauchen Geduld, dass man da erst einmal reinkommt, dass man die Mechaniken versteht.
müsste doch jetzt eigentlich schon fast der letzte sein, oder? Hier, da kommt nochmal eine Reihe drauf. Ah ne, doch, das war die letzte. Oder? Fall bloß hin nach innen, wenn du runterfällst. Ich glaube, einmal muss ich auf jeden Fall noch holen. Ja, ist leer. Ach so, und ich muss ja neu mischen. Ja. Hätte ich ja gleich machen können, ne? Also ich, wie gesagt, ich arbeite mit Magix. Und damit arbeite ich jetzt halt im Grunde schon seit, ich würde sagen, 10 Jahren ungefähr. Ich habe das auch das erste Mal mir geholt, kostenlos, die Version. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich da ein bisschen mehr dafür zu interessieren. Das ist aber schon weit, weit länger her als jetzt halt mein Start bei YouTube. Weil ich schon immer so ein bisschen das Interesse hatte an Filmschneiden und so weiter. Und dann habe ich mir da irgendwann die Vollversion gekauft. Das war dann halt wieder so super tolles Angebot. Anstatt 1000 Euro zahlst du nur 50 Euro oder so. Und ja, seitdem arbeite ich eigentlich damit. Magix gibt es nicht mehr kostenlos. Ja, das, keine Ahnung. Es gab es früher halt mal kostenlos. Aber selbst ein Schnittprogramm für den Preis von, ich sag mal, 60, 70 Euro mit der Qualität, also ist auf jeden Fall sein Geld wert. So, ich kaufe jetzt da mal 20 Stück. Aber es ist wirklich eine eigene Vorliebe, was man macht. Oder was das Programm können muss. Sagen wir mal so. Wie gesagt, es gibt ja auch von Photoshop, nee, nicht Photoshop, Adobe. Doch, es ist Adobe, ja. Gibt es ja auch so ein das After Effects oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das von Adobe ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da auch ein Programm, was ein Tausender kostet. Womit man halt dann ganz, ganz tolle Effekte machen kann und Explosionen und was weiß ich nicht noch alles. Wo ich mich dann frage, ob das sein muss, ob man das wirklich braucht. So, ich würde sagen, ich mache das Ding auf jeden Fall weg, dass ich nach innen reinkomme. Fenstermäßig muss ich dann mal gucken, ob ich da irgendwie von außen rankomme an die. So. Fenster. 3 Stück. 1, 2, 3. Jo. Tür eine. Würde ich sagen, machen wir mal die Tür rein. Gucken. Eigentlich gefällt mir die ganz gut. Aber wir sind ja in einer warmen Gegend, also würde ich auf jeden Fall eine helle Tür machen. Machen wir das Licht wieder aus, weil das braucht man nicht. Nein, nein, raus. Die 3 wollte ich drücken. Schauen. So richtig aufmachen kann man die nicht, ne? Und da gibt es nur. Ja, dann mache ich lieber die da. So.
einmal geschraubt. So, dann brauchen wir die Keile. Hallo. Ja, passt. Da kommen halt noch die Fensterbretter dann zum Ausrichten. Komisch, ein riesen fetter Abstand. Die Keile würden das ja nie halten. So, Nummer 1. 2. Und da noch? Es blitzt immer irgendwie hier. So ein bisschen. Gut, ich komme hin. So. Trennwände. Jetzt ernsthaft. Aber warum dann immer so? Einmal das und einmal das? Das verstehe ich nicht. Warum kann ich es nicht einfach selber entscheiden, was ich da nehme? Da muss ich jetzt diese Isolierung kaufen. Das Zeug, dann muss ich die Dinge kaufen. Ich muss die Wände kaufen und ich muss die Steinwolle kaufen. Gehört das nicht noch ausgeschäumt? Was, die Fenster? Die sind ausgeschäumt. Das haben sie nicht mit reingebaut, das mit dem Ausschäumen. Fehlt mir tatsächlich ein einziges Ding hier. So, 4. Schauen wir mal, wie viel wir noch brauchen. 1, 2, 3 Stück. So. Dann brauchen wir die Vor. Ich mache das aber von der Seite. Einmal Schrauber. Oh. So, die 5. Habe ich jetzt da was? Ach, da habe ich die Platte vergessen. Verdammt. Da brauche ich jetzt noch 2. Der Heinzelschaum. Keine Ahnung, warum das immer so blitzt. Das scheinen
Grafikfehler zu sein. Ich habe ja noch ein bisschen was drin. Ist ja cool. Und? Also 10%. Das braucht definitiv, hat es wesentlich weniger Verbrauch als das Mauern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Ich weiß nicht. Vielleicht kommt es mir wirklich nur so vor, weil die Steine so groß sind, ne? Aber wenn ich es jetzt von der Fläche her sehe, jetzt sind wir bei 7%. Wenn ich es von der Fläche her sehe, naja, ist egal. Hauptsache es geht. So, schauen wir mal. Das Ding, wenn ich hinstellen, komme ich wieder nicht dran vorbei, ne? Obwohl, wenn ich sehr nah ranstelle, könnte schon gehen. Ich glaube, ich muss tatsächlich noch zwei so Dinger kaufen, oder? Nee, mehr. Eins. Zwei. Zwei Stück. Doch. Yep. So. Kaufe ein Dachschema. Dann kaufen wir mal ein Dachschema. Vier. So, ich würde aber sagen, das mache ich flach. Nicht zu... Ja, bestätigen. Nicht zu... Hier kann man nicht hochklettern. Natürlich kann man hier hochklettern. Jetzt hör halt auf. Geh doch. So, wir brauchen Holzbalken. Den letzten Balken sollte ich vielleicht springend einsetzen, dass ich nicht wieder ins Dach einglitsch. So, wir brauchen Ziegel. Ich weiß nicht, ich denke mal, dass 30 reichen an der Stelle. Oder? Ja, gehen sogar noch mal. Und wir haben das Haus zumindest schon mal soweit fertig. Dann muss ich doch die Dinge hier wegdemontieren.
Gut. Wanddämmung, was wollen wir da brauchen? 100? Sturz, Isolierplatten. Isolierplatten waren das. Machen wir denn von außen eigentlich für eine Farbe? Eigentlich würde hier ganz gut ein Holz passen, ne? Eine Holzvertäfelung oder sowas.